Die Brüterei Weser-Ems ist eine von insgesamt 7 Brütereien, in denen Eier von unseren Wiesenhof-Elterntierfarmen ausgebrütet werden. Hier in Rechterfeld werden ausschließlich Hähnchenküken ausgebrütet, an anderen Standorten auch Puten und Enten. Hier dreht sich alles um gesunde und vitale Küken und dafür ist Hygiene besonders wichtig. Die Eier werden sofort nach der Ankunft in unserer Brüterei gereinigt. Das ist wichtig, damit eventuelle Verunreinigungen am Ei nicht durch die Poren der Schale ins Innere gelangen können. Auf die Nachvollziehbarkeit der Herkunft wird bei uns größten Wert gelegt. Noch weit über die EU-Norm hinaus. Die Eier werden nach Herden sortiert gelagert. Die Farmzettel, auf denen alle Informationen zur Herde und Herkunft stehen, bleiben den ganzen Brutprozess dabei. So ist eine lückenlose Nachvollziehbarkeit vom Elterntier bis zur Schlachtung gewährleistet. Der eigentliche Brutprozess beginnt in den Vorbruträumen. In den Vorbruträumen werden die Bruteier 18 Tage vorgebrütet. Vorgebrütet heißt, in diesen 18 Tagen werden die Bruteier stündlich gewendet auf 45 Grad nach rechts und links, weil die Henne diese Bruteier, wenn sie selber kluckt, auch wendet. Und das ist hier der Natur nachempfunden und das passiert in der Vorbrut. Man denkt immer, Brüten ist nur was mit Wärme. Nein, es ist aber auch die Kühlung ganz wichtig. Im Ei entsteht nach dem 7. Bruttag Leben. Dieses Leben gibt Temperatur ab. Darum muss man nach dem 7. Tag mehr kühlen als heizen. Das wird alles maschinell gesteuert, vom Computer überwacht und der Rechner steuert dieses ganze Programm. Die Wendung, die Temperatur, die Feuchtigkeit. Technik ist ganz schön, aber Kontrollen müssen sein. Man muss auch noch von Hand immer kontrollieren, ist alles in Ordnung. Man kann sich nicht auf die Technik hundertprozentig verlassen. Man muss immer Kontrollgänge machen. Wir haben insgesamt 25 Alarmpunkte hier in der Brüterei, die bei Auslösung auf unser Telefon geht, tagsüber für die Techniker, nachts auf das Telefon von den Bereitschaftshabenden. Und der muss dann innerhalb von 5 Minuten hier sein und den Fehler beheben. Hygiene bedeutet Tierschutz. Die Küken können nur gesund und aktiv schlüpfen, wenn sie optimale Bedingungen haben. Das bedeutet auch eine gesunde Umgebungsluft. Das gelingt durch Filteranlagen, die die Luft reinigen. Im Gegenzug wird aber auch die gebrauchte Luft gefiltert, bevor diese wieder in die Umgebung abgegeben wird. Nach 18 Tagen ist die Vorbrutphase vorbei. Während die Eier zur Kontrolle gefahren werden, kümmert sich die Reinigungscrew um die Vorbruträume. Diese werden vor der Neubelegung gründlich gereinigt. Auch hier steht Hygiene an oberster Stelle. Die Eier werden erst durch unsere geschulten Mitarbeiter und dann computergestützt kontrolliert. Die unbefruchteten werden automatisch aussortiert und für Tierfutter weiterverwendet. Die befruchteten Eier werden in Schlupfkisten umgelagert. Diese Schlupfkisten werden in die Bruträume gefahren, wo nun die Schlupfphase der Küken beginnt. Dann ist es endlich soweit. Nach insgesamt 21 Tagen sind die Küken geschlüpft. Unsere Mitarbeiter schauen gleich nach, ob alles in Ordnung ist. Als nächstes werden die Küken von den Eierschalen getrennt. Und die Reinigungscrew ist auch wieder sofort vor Ort und reinigt die Bruträume gründlich. Je besser die Hygiene vom Ei, von der Eianlieferung bis Auslieferung der Tiere ist, desto mehr Vorteile hat der Landwirt in der Aufzucht, dann braucht er weniger oder eigentlich gar keine Medikamente einsetzen. Nachdem die Eierschalen entfernt sind, kontrollieren unsere Mitarbeiter die Küken nochmal genau. Tierschutz ist hier sehr hoch geschrieben.
Wir haben alle Tierschutzschulungen. Wir wiederholen diese Tierschutzschulungen halbjährlich. Und die Vorarbeiter oder Vorgesetzten haben auch diese Tierschutzschulung auswärts gemacht, damit die immer den ganzen Tag über aufpassen. Die Tiere bekommen noch eine Bronchitis-Impfung und werden dann sofort für den Transport vorbereitet. Natürlich sind auch hier alle wichtigen Informationen über die Herkunft wieder dabei. Und bei unseren LKW machen wir auch keine Kompromisse bei der Hygiene. Die werden nämlich vorm Andocken gründlich desinfiziert. Unsere geschulten Fahrer beladen dann vorsichtig die vorgeheizten LKW. Danach geht es auch schon zu unseren Wiesenhof-Partnerlandwirten, bei denen unsere Hähne und Hennen aufwachsen.